Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter. Warum ist die Maus denn so lahm? So, wir müssen zu Hermine, zum Mädchenklo. Ich habe aber keine Ahnung, wo das ist. Hier glaube ich nicht. Aber ich renne hier mal weiter. Doch, das war hier. Ich kann mich an Ronald erinnern, der uns hier hingebracht hat. Und hier ging es zu irgendwelchen Klassenräumen, glaube ich. Wo war denn das Mädchenklo? Das muss eigentlich hier in der Nähe sein. The Chamber of Secrets has been opened. Enemies of the air, beware. Feinde des Erben, nehmt euch in Acht. Nehmt euch in Acht, Herr Erbe des Lords. Normalerweise haben die es auch auf dem Klo gemacht und nicht so mitten in diesem Vorraum, völlig offensichtlich. Aber Hermine wollte mal angeben, dass sie im Schneidersitz sitzen kann. Oh, grün. Dann mal runter damit. Ich lasse dir gerne den Vortritt. Danke. Aber wenn die das jetzt in den gesamten Trank geschmissen haben, dann müsste doch jetzt für alle Goyle rauskommen. Harry! Oh nein, Harry! Das ist ekelhaft. Oh nein, 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 nein! Die Schuhe! Wie viel Mühe sie sich bei diesen Animationen gegeben haben. Und jetzt ist auch noch der Kittel grün. Der Umhang hat sich auch noch geändert. Das kennt man ja. Ist okay, Harry? Also der Umhang hat sich geändert, die Brille aber nicht. Geh hinab in die Kerker und versuche in den Gemeinschaftsraum zu gelangen. Aber okay. Hermine muss doch jetzt auch noch was Viel machen. Glück, die wird doch zur Katze jetzt. Viel Glück, Harry. Olumuro. Gebietkarte. Cassandra Wolbatschki. 1897 bis 1997. Berühmte Serien und Autorin von Die Entnebelung der Zukunft. Ich sag ja gar nichts. Das ist der Trollklo. Du bist kein Mädchen. Lübendo. Also den Boden aus der Toilette kommen, das finde ich aber auch nicht so ansprechend. Wie geil das denn ist, dass die einfach den Sprecher genommen haben, da ein bisschen langsamer gemacht waren und dann Wasser zu. Ich glaube, der sollte auch bewusst tief reden gerade so. Ich glaube, das haben die extra nochmal eingesprochen. Ich glaube, die haben das modifiziert. Was ist denn jetzt auf einmal für eine Musik? Ich weiß, irgendwie eine Geisterjägermucke. Dieses Spiel überrascht einen immer wieder. Olumuro. Das ist ja awesome. Können wir mit den beiden spielen? Also ich vermute, für den Kerker muss ich runter, oder? Nee, ist falsch. Du kannst mir vielleicht diese Bildkarte einlösen. Boah, das ist ja schlimmer als auf dem Fahrstuhl zu warten. Kürz mal ab. Geht's hier raus? Wo sind wir denn und wo müssen wir eigentlich hin? Guck mal, hier kriegen wir Flipendo später. Nicht Flipendo, sondern wie heißt denn das nochmal? Trampolino. Verzeihung. Verzeihung. Kann ich jetzt eigentlich für Slytherin in den Bodenbonusraum? Hier waren wir bestimmt auch schon mal, oder? Ja. Pass auf, wo du hintrittst. Ob die wohl nach all den Angriffen die Schule zumachen werden? Flippendo. Moin, moin. Arbeit, Arbeit. Richtig. Das sieht mir sehr nach Kerkern aus. Da ist ein Kollege in Grün. Ein Beamter. Lebenslang schwarz-grün, sag ich immer. Ein Beamter. Da. Reinblüter. Also das Passwort. Ich wette, damit komme ich in den Slytherin-Gemeinschaftsraum. Ich glaube, die haben den wirklich einfach nur versuchen lassen, tiefer zu reden. Slytherin! Reinblüter.
Slytherin. Ja, das ist der Gemeinschaftsraum. So sah der im Film auch aus. Welpen? Es dreht sich. Kannst du euch noch weiter drehen lassen? Ich weiß. Flippendo! Du hast den Boden aufgelöst. Der Typ ist ja awesome! Der ist ja fucking awesome! Flippendo! 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 Hallo. Das ist mein Lieblingscharakter. Jetzt wirf den doch mal da rein, Mensch. Jawohl. Oh. Ja, aber besser, ich kann den noch mal eben einmal da so, ne? Hallo. Hallo. Lomi. Hallo. Ich glaube, die Gnome und er da haben die gleichen Synchronsprecher. Oh! Das war ja mal ein Rätsel. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Wir sind wieder am Anfang. Jetzt muss ich nochmal alles drehen. Ein Speicherbuch. Dreh doch nochmal und guck, was rauskommt. Eins nach dem anderen. Ah ne, da geht's offensichtlich weiter. Dann eben. Da ist der Schleimkönig. Ich darf aber nicht mehr zurück. Viel Spaß, Goyle. Das ist unfair. Da kannst du noch Flippendo. Da kannst du nochmal Flippendo. Und jetzt geht die Tür auf. Weitern. Da unten ist eine Truhe. Da musst du entschleimen. Flippendo! Flippendo! Hallo, Moro! Flippendo! Jaha, ich hab mir gedacht, was da passiert. Das ist eine Spring- und Laufaufgabe. Da bin ich gut drin. Vor allem als der schwerfällige Goyle. Meinst du, der hat ein anderes Physik? Da geht. Aber guck. Oh, da muss ich mal etwas beschweren. Und er springt. Und hör. Elfrieda Clack, 1612 bis 1687. Ältestes Mitglied des Zaubererrats. Nee, das kann nicht. Was war das denn? Das muss ich nochmal hören. Okay. Das klingt eher nach Magenschmerzen, aber... Ich würde mal sagen, er hat die exakt gleiche Physik. Hier geht's doch auch noch weiter, oder? Sieht so aus, versuch's. Oh, da war noch ein Flippendo. Flippendo! Oh, der ist schon los. Ich dachte, das dauert noch, bis der losgeht. Muss jetzt hier nochmal das machen? Ja. Wir hätten nicht so viel das Speicherbuch nehmen sollen. Warte, ich mach mal einmal vorher. Beim Fallen. Das ist aber auch eh ganz schön weit, oder? Fucking awesome. Ja, musst du timen. Flippendo. Ja, aber... Ist das asynchrone Bewegung? Ja. Ja. Ja, aber da geht's doch bestimmt weiter. Meinst du? Bin gespannt. Wenn ja, dann muss ich gleich nochmal absichtlich sterben, weil wir müssen ja nochmal die Bildkarte holen. Was passiert denn jetzt? Aber ich glaube, wir kommen dann nochmal nach unten, sonst würde da nicht das passieren.
Jetzt kannst du die Brücke da überlassen. Und dann kannst du da die Brücke macht sich dann fest. Da geht eine Boden auf. Hä? Da ist einfach mal. Das war jetzt enttäuschend. Willkommen zurück. Jetzt musst du dann nochmal flippen, du. Ja, ich hoffe, dass ich diesmal da nicht verkacke. Das glaube ich nicht, Tim. Jaha. Ich hätte jetzt gerne nochmal einen Speicherpuff vorher, damit ich das da oben alle nochmal machen muss. Oh nein. Hier war das. Ja. Jawohl. Oh, Gebietskarte. Das Geräusch. Magen-Darm-Probleme. Alles gut. Jetzt darf ich das, glaube ich, nicht wegmachen, das sind Schleime. Sonst fällt die Brücke wieder um. Das kann ich. Wichtel! Wichtel aus Bruckberg. Cornwall. Eine Wand. Ja, ein Durchgang. Ist ja eigentlich sonst gar nichts. Eine Wand, die glänzt. Guck mal, da geht's doch auch noch weiter, oder? Das sieht mir sehr aber ich will ein Speicherbuch haben. Das darf ich alles wieder machen. Da geht's doch auch noch weiter. Das ist ein schön großes Level. Ja, ich will aber mal speichern, wenn ich hier überall runterfallen kann. Hallo? Der Blumer ist ausgelaufen. Ja, aber ich sehe es doch. Ja, das ist ja völlig egal. Das muss gelichtet sein. Nee. Das ist nicht wahr, oder nicht? Jetzt bist du eingeschlossen. Eben. Schlüsselin, Raum. Meinst du, ich soll nochmal zurück? Das weiß ich nicht. Wie willst du denn nochmal zurück? Sterben bewusst. Der Auspokal gehört rechtmäßig Slytherin. Wir lassen ihn uns nicht von Gryffindor klauen. Das ist kein Wasserspeier. Nee, das ist eine Drachenstatue. Da ist der kopflose Nick. Das ist nicht der kopflose Nick. Nichts. Das ist der blutige Baron. Wir sind hier bei Slytherin. Hallo! Irgendwas passiert auch. Ah! Die Regale bewegen sich. Da steht einer. Das war ein starkes Stück. Was macht er denn hier? Sie sollten alle Gryffindors aussperren, bis die Kälte sie versteinert. Ich zittere. Eine Truhe. Ich weiß halt nicht, ob wir nochmal zurück müssten. Justus Binwinkel, 1862, bis irgendwann anders. Ja, du musst weiterlesen. Chef der Abteilung für magische Strafentwicklung oder Abwicklung. Genau. Boah, es ist ein bisschen anstrengend, wenn Zorg so redet, wie er StarCraft spielt, aber... Wow, was war das denn für ein Move von der? Ich geh mal in diesen Raum rein und wieder raus. Dann mach ich auf Arbeit raus. Ein Wasser. Weg und an Spur. Wir haben bestimmt Bildkarten da verpasst. Wobei ich nicht weiß, sind die aufeinander aufbauend? Nee, offensichtlich nicht. 1446 bis 1557 Koboldkiller.
Warum mich ärgert das? Wir hätten dann nochmal weitergucken sollen, aber ich weiß immer nicht, wenn es weitergeht. Ich bin die Ruhe in Person. Hier waren wir schon, ne? Da waren wir schon mal. Ja, man muss ja alles mitnehmen, zumindest in Bereichen, wo man wieder hin kann. Das sieht aus wie ein Gemeinschaftsraum. Gemeinschaftsraum. Schlicht gehalten. Mit Feuer. Warum ist die so klein? Wer trinkt denn hier eigentlich Cognac? Da ist ein Baum. Hier gibt es nicht. Da ist Schleim des Flubberwurms. Ich habe dich sonst noch nie alleine rumlaufen sehen, Goyle. Ja, Goyle läuft doch viel zu schnell für einen Goyle. Da geht es weiter. Da bist du ja, Goyle. Auf der anderen Seite werden wir jetzt nicht mehr erfahren, was es dort gibt. Denn wir müssen jetzt dem Blonden hinterherlaufen. Draco, Drago, der Rebell. Ich vermute, Dumbledore will diese Angriffe vertuschen. Er wird entlassen, wenn der Spuk nicht bald aufhört. Der heilige Potter, Freund des Schlammblüters, auch so einer ohne das wahre Zauberer-Empfinden. Und die Leute halten ihn auch noch für den Erben Slytherins. Wenn ich nur wüsste, wer es ist, ich könnte ihm helfen. Du musst doch irgendeine Vermutung haben. Genau. Du weißt, ich habe keine Ahnung, Goyle. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Aber eins weiß ich. Das letzte Mal, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, ist ein Schlammblüter gestorben. Also wette ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis einer von ihnen diesmal umgebracht wird. Ich hoffe, es ist die Granger. Wie auch immer, Draco. Ich gehe jetzt besser. Wohin denn? Zum Krankenflügel. Ja, genau, zum Krankenflügel. Ich habe Bauchschmerzen und ich muss mir eine Arznei holen. Dann mach, dass du wegkommst. Ich habe keine Lust, mir den ganzen Abend dein schmerzverzerrtes Gesicht anzusehen. Ja, wir werden jetzt wieder zu Harry. Vielleicht kannst du ihn. Aber vielleicht können wir hier nochmal einmal kurz gucken. Und du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, oder? Ah, hier ist das, Das ist der Schlafsaal der Mädchen. Was eigentlich Goyle nicht stören oder hindern sollte, da reinzugehen. Eine Bohne. Da darf man nicht drauf, springt doch. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal zurück, aber ich fürchte. Da ist Draco. Wir müssen eine Arznei holen. Nee, wir verwandeln uns zurück, deshalb müssen wir jetzt. Siehst du? Und der Kittel ist. Ich sollte den Slytherins besser aus dem Weg gehen und mich rausschleichen. Wenn sie mich hier entdecken, wer weiß, was sie dann mit mir anstellen. Oh ja, eine Schleichmission ist immer toll. Stealth Action. Ah, nee, ach Mann, der fehlt mir jetzt schon der Charakter. Ich weiß gar nicht, wie rum geht man denn am besten? Hier sind wir, die Gegner, die wir sehen. Da ist etwas hier nicht. Professor Snape? Wer bist du? Du bist kein Snape. Nein! Schnell weg hier! Ich glaube, ich habe hier eben einen Gryffindor gesehen. Das glaube ich nicht. Hier ist gar keiner. Ja, mit Stealth hat sich erledigt. Jetzt musst du die Zeit hier freiballern. Ja, ich renne jetzt an dem vorbei. Das interessiert ihn auch gar nicht. Jetzt muss ich mich freiballern. Da! Renn! Harry Potter? Hey, nein, das kann nicht sein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Professor Snape? Gut, die Nachricht, dass der fast kopflose Nick versteinert. Oh Mann, wir hätten bestimmt da noch eine Bildkarte finden können. Wie ein Lauffeuer in der Schule. Die Schüler dachten, wenn sogar ein Geist versteinert werden konnte, wäre niemand. Aber wir haben ja sowieso den einen Stern schon nicht geholt. Die Erstklässler gingen nur noch in kleinen Grüppchen durch das Schloss, denn sie hatten Angst, angegriffen zu werden, falls sie alleine herumspazierten. Es kam zu einem blühenden Handel mit Talismanen, Amuletten und anderen schützenden Utensilien. In der Zwischenzeit hatte Harry erfahren, dass Draco Malfoy nicht der Erbe Slytherins war. Aber wenn es nicht Draco ist und auch nicht Harry, wer ist es denn dann? Neville. Ah,
Nein. Beeil dich, Harry. Der Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste fängt gleich an. Schon wieder Unterricht bei dem. Das wird wunderbar werden. Professor Lockhart will uns Elasto beibringen. Elasto ist es. Das ist aber schön. Ja, ich glaube, wir können uns von dem Gedanken verabschieden, 100% zu erreichen. Aber wir machen mal beim nächsten Mal weiter. Das war's nämlich für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts wird es voll klicken. Und jetzt erstmal von mir und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.